Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und das ist Warcraft 3 Frozen Throne. Das ist, Moment, erstmal wieder CH von der deutschen Zunge runterkehren. So, das ist das Add-on für Warcraft 3. Und, wie weit war ich denn da gekommen? Das letzte Mal auf der LAN-Party. Da hatte ich das letzte Mal installiert. Echt jetzt? Beides frei? Hatte ich das echt gezockt soweit? Da kommt jetzt langsam das Alzheimer raus, ha? Also die Gründung von Durotar, das sind halt die Orks, die sich neue Heimat suchen. Und Schrecken der Gezeitenmann, glaube ich, die Dunkelelfen, die Jagd machen auf diese Dämonenheims. Ja gut, also im Prinzip, das Addon kam ein Jahr nach dem Release vom Hauptspiel raus. Es hat für die Modder ziemlich viele wichtige Sachen gebracht, nämlich vor allem Schiffe und generell Seeeinheiten und Seeschlangen, so Viehzeug, gerade mit den Naga, also diesem neuen Volk. Dass es zwei neue Völker gegeben hat, war natürlich nicht uninteressant, um halt mehr Vielfalt reinzubringen. Die Betonung lag dann noch stärker teilweise in den Kapiteln der Kampagnen auf den Helden. Also Warcraft 3 hatte sich schon ziemlich stark vom klassischen Basisbau als Grundlage des Echtzeitstrategiespiels abgewandt. Wobei, da gab es auch andere Echtzeitstrategiespiele, die in vielen Missionen weg davon sind und an andere Sachen Schwerpunkt gelegt haben. Warwind zum Beispiel fällt mir da spontan ein, wobei ich das immer gehasst habe. Missionen, wo ich einfach die Karte abgelaufen bin mit einer Handvoll Leute und immer darum gezittert habe, dass es am Ende noch reicht mit den Leuten. Mir war ein Basenbau eigentlich immer lieber. Diese Spuren sind frisch, führen aber in entgegengesetzte Richtungen. Illidan muss Hilfe von jemandem bekommen. Eure Anweisung, Herrin? Ihr Beobachterin bildet zwei Gruppen. Durchsucht den Wald. Findet, was möglich ist. Wir treffen uns weiter küstenaufwärts. Vergesst nicht, Schwestern. Wenn ihr Illidan findet, versucht nicht, ihn ohne uns andere zu ergreifen. Ein Angriff alleine wäre viel zu gefährlich. Ja, Herrin. Alle anderen folgen mir. Das war wie eine seltsame Synchro irgendwie. Beobachterin statt Aufklärerin, Späher. Ah, da gibt's auch im Deutschen einige Wir vergeuden Leute. Hier unsere Zeit. Ich bin die Klinge der Göttin. Ja. Ja, Gerechtigkeit stehen, wird geschehen. Wenn sie so unsichtbar. Wir müssen uns sputen. Dann hauen wir das Elfentor durch. Das Dorf wurde geplündert. Die Leichen wurden verstümmelt. Ob das Dämonen getan haben? Illidans Gestank verpestet diesen Ort. Aber diese Spuren stammen von keinen mir bekannten Dämonen. Seid wachsam, meine Schwestern. Man kann nie wissen, welche Schrecken Illidan zu Hilfe gerufen hat. Ich werde die Jagd beenden. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Gerechtigkeit wird geschehen. Die eine ist schon ein bisschen angekratzt. Die Jagd wartet. Wie kann ich der Göttin dienlich sein? Gerechtigkeit wird geschehen. Die Schuldigen werden leiden. Ich werde die Jagd beenden. Die Zeit ist gekommen. Das ist natürlich jetzt nützlich gewesen. Ich werde die Jagd beenden. Also dafür, dass das Spiel mittlerweile so viele Jahre auf dem Buckel hat, ist das immer noch geil. Herren, die Firbolgs sind der Verderbnis des Waldes zum Opfer gefallen. Es ist, als wäre blinde Tobsucht über sie gekommen. Ihre Stämme litten besonders unter der Invasion der Legion. Sie sind nicht zu retten.
Für Gerechtigkeit! Wie ich vermutete, die ganze Art ist verrückt geworden. Tötet sie alle! Illidan ist irgendwo da draußen. Wir müssen uns sputen. Das Ende rückt näher. Für die Beobachterinnen. Ich kann nicht mehr warten. Ich werde die Jagd beenden. Für Gerechtigkeit. Die Schuldigen werden leiden. Das Ende rückt näher. Ich kann nicht mehr warten. Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Für die Beobachterinnen. Auf euer Zeichen. Fertig. Schön und gut. Die Jagd macht den Weg. Ich warte auf euch. Gerechtigkeit wird geschehen. Ja, und die Bogenschützin halten ich halt nichts aus. Die müssen wir so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, wenn es irgendwie geht. Das Ende rückt näher. Die Verderbnis der Legion hält das Land noch immer im Würgegriff. Wir werden Gerechtigkeit finden. Nette Tante auf der großen Mietekatze nach vorn. Ich bin die Klinge der Göttin. Die Jagd wartet. Ich kann nicht mehr warten. Hinterhalt! Die Satyren greifen an! Treibt die nichtswürdige Brut zurück! Illidan hat also elende Satyren geschickt, um uns aufzuhalten? Er scheint verzweifelt zu sein. Gerechtigkeit wird geschehen. Ich warte auf euch. Vorwärts! Ihr seid am Zug. Wir müssen uns sputen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Naja, ich beeil mich ja schon. Die Schuldigen werden leiden. Herrin Shadowsong, ein Glück, dass wir euch gefunden haben. Bericht. Meine Gruppe wurde von einem blutrünstigen Wildekin angegriffen. Offenbar hat die Begegnung mit Illidan das Geschöpf wahnsinnig gemacht. Schwer zu sagen, wie viel Unschuldige es noch angreifen mag. Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Wir finden die Kreatur und erlösen sie. Was ist der Ruf der Natur? Für die Bäume. Die Triade besser auch nach hinten. Auf Wachenposten. Nee, halt mal, die hält auch nichts aus. Der Mond scheint auf die Schuldigen und Unschuldigen gleichermaßen. Wir müssen uns sputen. Für die Beobachterinnen. Illidans neue Handlanger haben auch hier zugeschlagen. Sie sind blutrünstig und furchtlos, wer immer sie sind. Ja, noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Gerechtigkeit wird geschehen. Die auf Stufe 3 bekommen. Wir werden Gerechtigkeit finden. Die Jagd wartet. Jawohl. Der war natürlich nicht schlecht, aber ich brauche Stufe 6. Das ist vielleicht ein bisschen utopisch, in der Mission noch zu bekommen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Noch verbessern. Die Zeit ist gekommen. Die Schuldigen. Das ist die Kreatur, die wir suchen. Tötet sie schnell und erlöst sie von ihrem Elend. Die Zeit ist gekommen. Ihr könnt ruhig. Was ist der Ruf der Natur? Mit Vergnügen. Die Jagd wartet. Die Schuldigen werden leiden. Aha. Ich werde die Jagd beenden. Ja, das die Schuldigen werden leiden. Für Gerechtigkeit. Werden wir erobert? Wir vergeuden hier unsere Zeit. Irgendwo da draußen. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Das Ende rückt näher.
Ach shit. Ich hab gedacht, die kommen jetzt einfach wieder. Ah, wie ärgerlich. nee. Nee. Das spielen wir jetzt nicht nochmal von Anfang. Nee, echt nicht. Dann gehen wir nochmal in das Hauptmenü. Ach, kacke, dann habe ich immer gedacht, dass bei diesen blöden Laufmissionen ich ja keinen Altar habe, wo die wieder... Oh, nerv. Dann gucken wir uns noch ein bisschen Orks an, ne? Gab es da früher eine Ton? Ah, nee, da gab es Musik. Ja, die habe ich ausschalten müssen, sorry. Grüße, Mann. Euer Besuch ehrt meinen Stamm voll sehr, auch wenn ich weiß, dass ihr dringendere Geschäfte habt. Ist nicht leicht, sich auf die Insel Terramur zu schleichen. Zum Glück kann euch einer helfen. Er wartet am Hafen auf euch. Folgt der Straße zur Stadt hinaus, um ihn zu finden. Wir haben Gerüchte gehört, dass die Flotte der Menschen im Kanal zwischen dem Festland und Terramur patrouilliert. Passt bloß auf, Mann. Sie könnten euch von der Zauberin fernhalten, die ihr sucht. Bin zur Spurensuche bereit. Was liegt vor mir? Ich höre euch, Mann. Süß. Meine Beute naht. Moment, erstmal holen wir Mischa wieder. Ohne Mischa macht das nicht was. Ja, so sieht sie aus. Jagt sie raus. Ich wandere allein. So, wie ihr seht, nicht umsonst wurden daraus die MOBAs, ja, mit den vielen verschiedenen Fähigkeiten. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe Witterung aufgenommen. Entfesselt die Bestie. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Ich habe Witterung aufgenommen. Dürrerklepper. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Wobei ich mir gerade eben nicht so ganz sicher bin. Instabiles Gebräu platzieren. Ja, ist gut. Ich wandere ein. Ob der jetzt wirklich die Mission ganz fertig spielen soll? Bei Warcraft 3 habe ich mit den Menschen ja wenigstens eine Mission gespielt. Unsere Wege kreuzen sich. Das hätte ich mit den Dunkelelben jetzt wahrscheinlich auch gemacht. Entfesselt die Bestie. Dunkelelben. Dürrerklepper. Ich wandere allein. Entfesselt die Bestie. Ich handle instinktiv. Dürrerklepper. Ich wandere allein. Ich handle instinktiv. Ihr seid ja mal zielstrebig dran vorbeigerannt. Wie geil seid ihr eigentlich? Was liegt vor mir? Nee, geil. Das ist Rexa draufgegangen. Ja gut, macht nichts. Der hier habe ich ja wenigstens einen Wiederauferstehungsstein. Ich wandere allein. Mensch, Rexha. Nichts nutziger, nichts könne. Don't worry. Be happy. Da könnt es ihr werden Köpfe holen. Keine Gnade. Für den Darkspear-Stamm.
Ist mir ein Vergnügen. Entfesselt meine Kraft. Ich habe Witterung aufgenommen. Ah ja, ja, Witterung. Babble. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe Witterung aufgenommen. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen sich. Fromka, Bruder. Ich bin Samuro. Meine bescheidenen Fähigkeiten gehören euch. Vol'jin vertraute mir einen Satz Sprengladungen an, die mit einem instabilen Gebräu gefüllt sind. Wenn ich sie an wichtigen Gebäuden anbringen könnte, würde euch die Ablenkung genug Zeit verschaffen, mit diesem Boot den Kanal zu überqueren. Ja, das war schön. Oh! Nee, also ich spiele jetzt die Mission fertig. Ist eine relativ lustige Mission mit den Gebäuden in die Luft jagen, aber wäre jetzt auch nicht wirklich. Ich höre und gehorche. Im Prinzip geht's ja hier gerade eben darum, meine Klinge, euch Warcraft 3 zu zeigen mit dem Add-on für das Factor Games Archiv. Kostet wenn ihr meine sagt, Klinge. Ihr wollt euch das echt mal angucken, weil warum auch immer ihr es in 14 Jahren, 12 Jahren nicht geschafft habt, Warcraft 3 zu spielen. Und ich soll das erledigen, ihr wollt euch da zugucken, kann ich das auch noch gerne machen, ist kein Problem. Ich stehe euch zu Diensten. Ich hab die CD ja im Schrank stehen, ab und zu installiere ich sie ja wegen LAN-Partys. Wobei, wie gesagt, bei der letzten LAN-Party habe ich optimistisch wie immer gemacht. Und zum ersten Mal seit 12 Jahren haben wir dann tatsächlich nicht gespielt, sondern halt die aktuellen Dotas. Ach, Dotas. MOBAs. Alter. Monty. Ja, ich war alt. Und deshalb gehe ich jetzt auch weiter ins nächste Spiel. Und dann sehen wir uns bald wieder. Und falls ich hier weiterspielen soll, schreibt's drunter. Und ansonsten wandert das jetzt ins Factor Games Archiv, damit auch zukünftige Generationen sehen können, was die Altvorderen früher gezockt haben und was die Mutter aller MOBAs war. Dann wünsche ich noch viel Spaß. Bis bald. Tschö.